Du darfst das Fleisch auf gar keinen Fall vor dem Braten salzen. Das sind die Sätze, die ich ständig in meiner Ausbildung in der Berufsschule in Kochshows überall gehört habe. Das Salz entzieht dem Fleisch die Flüssigkeit und das Fleisch wird trocken. Hier spricht man von dem sogenannten hygroskopischen Effekt. Gibt es diesen hygroskopischen Effekt überhaupt und stimmt das, dass das Fleisch trocken wird? Ich werde heute zwei Experimente machen und euch erstaunliche Ergebnisse präsentieren. Das erste Beispiel ist mit Fleisch. Das zweite Beispiel ist mit Kartoffeln. Wer mich noch nicht abonniert hat, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Vor euch seht ihr zwei schräg aufgestellte Behälter mit jeweils 343 Gramm Fleisch. Das Fleisch habe ich zerkleinert, damit ich mehr Oberfläche habe und der Effekt, wenn es ihn überhaupt gibt, dadurch noch deutlicher sichtbar wird. Im linken Behälter ist das Fleisch ungewürzt. Im rechten Behälter ist das Fleisch mit Salz gewürzt. Wenn es den hygroskopischen Effekt wirklich gibt, müsste im linken Behälter nichts passieren und im rechten Behälter müsste der Fleischsaft austreten. Die Kamera lasse ich die ganze Nacht für euch laufen und analysiere die Ergebnisse am nächsten Morgen. Bevor ich euch gleich die Ergebnisse zeige, hier Beispiel Nummer 2. Wir sind in der Gastronomie und haben heute zu viele Kartoffeln geschält, die wir irgendwann in den nächsten Tagen verbrauchen müssen. Um sie fachgerecht zu lagern, legen wir sie ins Wasser und stellen sie ins Kühlhaus bzw. in den Kühlschrank. Viele Köche sagen an dieser Stelle, dass man Salz ins Wasser geben muss, damit das Wasser gesättigt ist und die Kartoffeln nicht auslaugen. Mit Auslaugen ist hier gemeint, dass die Kartoffel nicht schrumpelig wird und sich mit Wasser vollsaugt. Auch das hat was mit dem hygroskopischen Effekt zu tun. Vor euch seht ihr jetzt zwei Kartoffeln. Jedes davon wiegt 36 Gramm. Die linke Kartoffel liegt einfach in einem normalen Wasser. Die rechte Kartoffel liegt im Salzwasser. Beide stelle ich genau für einen Tag in den Kühlschrank. Hier die Ergebnisse am nächsten Tag. Die Kartoffel ohne Salz wiegt jetzt 39 Gramm, hat also 3 Gramm Flüssigkeit aufgesaugt. Sie ist aber noch relativ fest und die Oberfläche ist glatt, stark und gar nicht verschrumpelt. Die Salzwasserkartoffel wiegt jetzt 27 Gramm, hat also 9 Gramm Flüssigkeit verloren. Die Oberfläche ist nicht mehr glatt und stark, sondern weich und verschrumpelt. Der hygroskopische Effekt, also das Salz im Wasser, hat einiges aus der Kartoffel entzogen. Welche Vorgehensweise ist jetzt eigentlich besser? Mit oder ohne Salz? Ich persönlich würde dazu tendieren, kein Salz ins Wasser zu geben, weil ich keine verschrumpelte Kartoffel haben will, die in der Hand bröselt, während man sie weiter verarbeiten will. Ein erfahrener Koch hat mir gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass in der verschrumpelten Kartoffel, also mit Salz, mehr Geschmack drin ist, weil die unnötige Flüssigkeit aus der Kartoffel ausgetreten ist. Aber so ganz überzeugend finde ich das jetzt nicht, weil ja auch Geschmack ausgetreten sein könnte, nicht nur Flüssigkeit. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Aber jetzt zurück zum Fleisch. Ich zoome die Kamera zurück und lasse euch den hygroskopischen Effekt bei der Arbeit beobachten. Nochmal zusammengefasst, der hygroskopische Effekt existiert und funktioniert offensichtlich sehr gut. In den ersten 25 Minuten nach der Würzung mit Salz hat das Fleisch am meisten Flüssigkeit verloren. Das waren am Ende insgesamt 18 ml Flüssigkeitsverlust. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir jetzt ein Abo da.